Ja, hallo, grüße euch. Ich wollte heute eigentlich gar kein Video machen, weil ich dachte, es sei alles gesagt. Denn ich denke, mehr kann man eigentlich, mehr braucht man eigentlich nicht, um seine eigene Entwicklung, seine eigene Verwandlung voranzutreiben. Das Wissen, eine hohe Schwingung, bringt einen natürlich naturgemäß in bessere Lebensumstände. Das Wissen, dass man diese eigene, dass man die Schwingung auch selber sein muss, weil man sonst eben nicht das erreichen kann, was man sich so wünscht, oder dass man die Ruhe und den Frieden, den man sich so wünscht, nicht erreichen kann. Das Wissen, dass es keinen Sinn hat, alle anderen nun zu belehren, wie genau sie nun ganz genau vorgehen müssen. Das Wissen, dass es keinen Sinn hat, allen zu versprechen, ja, du, jetzt ist die Zeit, deine Wünsche zu erfüllen. Nee, das ist sie nicht. Die Zeit ist immer dann reif, deine Wünsche oder deine Träume zu erfüllen, wenn die eigene Schwingung hoch genug ist. Das Wissen reicht ja erst einmal, um sich klar darüber zu werden, warum man gerade die Verhältnisse vorfindet, die man vorgefunden hat. Es hat nun mal mit der eigenen Schwingung reagiert. Das ist, glaube ich, nicht so schwer zu verstehen. Das Wissen, dass man, während man lebt, immer in einem Übergang ist. Dass man also logischerweise die Verhältnisse, die man vorfindet, im Großen und Ganzen vielleicht okay findet, vielleicht nicht okay findet, vielleicht sogar darunter leidet. Aber doch weiß man, dass alles, was existiert, auf einen zukommen konnte, weil es die eigene Schwingung hervorgebracht hat und die wiederum haben wir durch unser Denken erdacht. Ich meine, es ist kein Zufall, dass der eine so und der andere so denkt. Es hängt immer mit der eigenen Schwingung zusammen, wie jetzt jemand, auf welchem Pfad jemand ist. Ich kam vorhin dazu, als ich einen Beitrag einer Dame gelesen hatte. Es war eine Reaktion auf eine Werbung, wo dann jemand mit dem Alten kommt, so von wegen, jetzt ist die Zeit, deine Träume zu erfüllen. Natürlich ist klar, dass das nicht jeder seine Träume erfüllen kann, sofern er noch eine sehr schlechte Schwingung hatte. Dann erfüllt man nämlich seine Träume nicht, dann wird man re regelrecht fremdgesteuert und läuft meistens dann genau die Hilfen ein, wo einen nichts anderes als ziemlichen Ärger und ziemliche Drangsal auch erwartet. Das sollte man ja nach Möglichkeit vermeiden. Die Dame nun hat eine ähnliche Erfahrung gemacht und sagt, ha, Studium erfüllen, Träume erfüllen, ich will mal was sagen, ich bin alleinerziehende Mutter, aber komme mit meiner Rente nicht klar, muss hier Flaschen sammeln, um über die Runden zu kommen. Meine Wohnung wird wegen Eigenbedarfs des Vermieters gekündigt und der lebt da, was weiß ich, in Saus und Braus. Sie beschwerte sich dann also über den Vermieter und beklagt nun, dass sie demnächst wahrscheinlich unter einer Brücke schlafen muss. Tja, das ist bitter. Das ist doch kein Grund, sich darüber lustig zu machen. Ich mache mich darüber auch gar nicht lustig. Ich sage dir nur, wer so etwas, wer so ein Schicksal hat oder wer sowas vergegenwärtigt, der hat ein entsprechendes Denken gehabt. Es ist doch kein Wunder, ich wollte gerade sagen, es ist doch kein Zufall, aber es ist auf jeden Fall kein Wunder, dass wir, solange wir in all den Beiträgen, wir haben da zwei Möglichkeiten vorzufinden. Entweder wir haben eine gewaltige Panikmache auf der einen Seite, ganz, ganz schlimm, wir werden bald alle kein Gas mehr haben und so weiter und so fort. Eine Gratulation an irgendeinen Meteorologen, der gemeint hat, wir sollten unseren Wohlstand abschaffen. Und wenn er so weitermacht, haben wir es dann ja auch bald geschafft. Oder haben die meisten es dann ja auch bald geschafft. Oder aber wir haben völlig absurde Wunschvorstellungen oder völlig absurde Versprechungen, dass deine schönsten Träume ja wahr werden, ohne dass du was dafür zu tun hast. Und das solltest du vermeiden. Sogar sehr. Bekomme eine höhere Schwingung. Unbedingt. Das war ein ganz kurzer Beitrag. Ich werde gerade gerufen, es tut mir leid, ich muss aufhören. Aber denk darüber nach. Es ist deine eigene Schwingung, die dir deine Verhältnisse beschert hat. Okay, das war's. Bis dann. Tschüss, ich muss los.